Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Waffe hier bekommt, und zwar den Schüreisen des Todes. Wie ihr seht, macht diese Waffe schon sehr gut Damage, Leute, und ich zeige euch jetzt, wo ihr diese Waffe herbekommt. Und zwar müsst ihr hier von Anfang an geradeaus hochlaufen, Leute, hier zum Tor, und dort holt euch ein Pferd, falls ihr keins habt. Dann lauft ihr einfach den Weg hier hoch und folgt jetzt einfach den Weg, den ich jetzt auf der Karte gehe. Bis ihr dann unten bei der Kathedrale der Drachenkommunion seid. Geht dann hier zum Ort der Gnade hin, Leute. Und hier müsst ihr jetzt nochmal an der Gnade rasten und die Zeit bis zum Nachteinbruch vertreiben. Weil dieser Boss, den wir jetzt töten müssen, der kommt nur nachts. Und ich würde euch empfehlen, Leute, damit ihr den Boss ohne Probleme töten könnt, nehmt euch einen Bogen mit und ausreichend Pfeile. So, dann lauft den Weg, den ich laufe, um zu diesem Boss zu gelangen. Denn es gibt eine Möglichkeit, wie ihr diesen Boss ganz easy töten könnt, ohne so wirklich mit ihm zu kämpfen. Beziehungsweise ich schieße ihn aus der Ferne ab, während er euch nur zuschaut. Und dann solltet ihr ihn auch schon sehen. So, jetzt zeige ich euch die Methode, wie ihr den Boss cheesen könnt. Und zwar, Leute, geht hier mit eurem Pferd am besten, damit ihr schneller seid, hier auf diesen Totenkopf drauf. Und ihr müsst in das Auge des Totenkopfs hier. Und wenn ihr dann hier drinnen seid und runter zum Boss schaut, dann werdet ihr feststellen, dass der Boss da unten bleibt und euch anschaut. Hier könnt ihr jetzt in Ruhe mit dem Bogen schießen. Jedoch, wenn er ungefähr bei der Hälfte des Lebens, macht ab und zu diese Attacke. Die könnt ihr einfach ganz leicht dodgen, indem ihr ein kleines bisschen zurückgeht. Und nach der Attacke könnt ihr wieder zum Felsen und schön brav eure Pfeile schießen. Das macht ihr dann so lange, bis der Boss down ist. Und wenn ihr den Boss dann getötet habt, dann bekommt ihr auch schon das Schüreisen des Todes. Und ja, Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und wenn du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Dann viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!